Hallo, das Reismann-Gymnasium ist Eliteschule des Fußballs. Im Verbundsystem mit dem SC Paderborn und der Lise-Meitner Realschule wird die Fußballförderung in Paderborn so groß geschrieben, dass uns der DFB diesen Titel verliehen hat. Was dahinter steckt, seht ihr hier. So, hallo ihr zwei. Wer bist denn du? Ich bin Jasper Wickert und ich gehe in die 5C am Reismann-Gymnasium und ich spiele Fußball beim SC Paderborn. Ja, ich bin Eik Wittmann, gehe in die 5C und spiele auch beim SC Paderborn. Wir haben eben gesehen, dass ihr beim Elite-Training dabei seid. Wie habt ihr euch denn überhaupt dafür qualifiziert? Also es gibt ja Sichtungstraining dafür. Zwei Stück, glaube ich, waren es. Da habe ich einfach Vollgas gegeben und wollte unbedingt ins Elite-Training kommen. Und so ist es halt auch. Und dann bin ich ins Elite-Training gekommen. Und das Coole ist auch dabei, man kann mit dem SC Paderborn Bulli da hinfahren und wir trainieren auf dem Rasen vom NLZ. Eik, wenn ihr jetzt beim Elite-Training seid, was trainiert ihr denn da so? Also wir machen jetzt mit Technik. Weil es ist ja auch Corona und wir können ja nicht so viel mit Zweikampf, weil wir müssen ja immer noch auf den Abstand, also den Abstand achten. Jasper, hast du eine Lieblingsübung beim Elite-Training? Ja, also meine Lieblingsübung war Zweikampf, das können wir ja jetzt aber auch nicht mehr machen. Und jetzt ist es, glaube ich, so, wir bekommen Zahl und dann ruft unser Trainer in Zahlen rein und dann müssen wir auf zwei Tore spielen. Und wie gefällt es euch insgesamt? Ja, ich finde es cool, dass ich jetzt in das Elite-Training und ja, ich finde es einfach, die Schule ist auch cool. Ja, man kann halt ja, Sachen machen, die man jetzt bei anderen Schulen nicht machen kann. Ja, ich finde es auch cool, dass ich im Elite-Training jetzt bin und ich finde es auch gut, dass es Fußball hier an der Schule gibt. Es gibt auch noch andere Sachen wie Basketball. Hallo zusammen, mein Name ist Christoph Müller und ich bin Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des SC Paderborn 07. Wir als SCP 07 haben uns einer ganzheitlichen Ausbildungsphilosophie verschrieben. Das heißt, im Nachwuchsbereich fördern wir Fußball, Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Und wir sind froh, im Rahmen der Schule das Reismann-Gymnasium Paderborn als Partner zu haben.
Das Reismann-Gymnasium ist eine Eliteschule des Fußballs und bietet daher die Möglichkeiten, unter anderem Trainingseinheiten auf den Plätzen, die ihr hinter mir seht, durchzuführen. Und das alles im Rahmen des normalen Unterrichts. Wir freuen uns, immer talentierte Kicker zu sehen und bei uns begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Kicken und hoffe, dass wir uns bald sehen. Bis dahin, alles Gute. Das Fußballtraining am Reismann-Gymnasium findet immer zu festen Zeiten statt, parallel zum Sportunterricht in der jeweiligen Jahrgangsstufe, damit die teilnehmenden Fußballer keinen anderen Schulstoff verpassen und nachholen müssen. Der Jahrgang 5 ist am Donnerstag in der dritten und vierten Stunde dran. Der Jahrgang 6 trainiert dienstags in der dritten und vierten. Der Doppeljahrgang 7 und 8 ist dienstags in der ersten und zweiten Stunde dran. Und die Neuner mit den Oberstufenschülern sind am Dienstag in der 5. und 6. Stunde im Training. In den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 8 findet immer parallel das Elite-Training im Nachwuchsleistungszentrum und das Fördertraining Fußball bei uns am Reismann-Gymnasium statt. Ab dem Jahrgang 9, wenn es dann tatsächlich in den richtigen Leistungsbereich geht, findet nur noch das Elite-Training statt. Die Trainerübersicht zeigt, dass 2 der 7 Trainingseinheiten durch das Reismann geleitet werden. Die restlichen Einheiten werden von Trainern des SCP geleitet, die zum Großteil hauptamtlich angestellt sind. Die aktuellen Teilnehmerzahlen bei den Trainingseinheiten sind in dieser Grafik zu sehen. Im Fördertraining sind es 18, 17 und 16, im Elite-Training 12, 8, 8 und 10. Dementsprechend 51 Kinder im Fördertraining und 38 Kinder im Elite-Training. Knapp 90 Kinder haben vormittags Fußballtraining. Hallo, ich bin Ron Scheinberg, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe am Reismann-Gymnasium in Paderborn mein Abitur gemacht und bin jetzt seit dieser Saison Profi beim SC Paderborn. Wie auch hoffentlich ihr, bin ich in der 5. Klasse zum Reismann-Gymnasium gewechselt und habe da dann auch meine ganze Schullaufbahn oder weitere Schullaufbahn verbracht. Habe dann in der Q1 Englisch und Sport-LK gewählt und habe dann letztendlich mein Abitur auch abgeschlossen. Während meiner ganzen Zeit am Reismann-Gymnasium habe ich auch beim SC Paderborn in der Jugend gespielt und wurde da während der ganzen Zeit auch von den Lehrern optimal unterstützt. Was mir am Reismann-Gymnasium besonders gefallen hat, war, dass ich neben der Verbindung Fußball und Schule auch in der Schule noch gefördert wurde. Also es gab auch eine Fußball-AG in meiner Zeit, die ich natürlich intensiv genutzt habe. Und später war es dann auch so, dass ich regelmäßig mit den Paderborn-Trainern im Kraftraum des Reismann, in der Sporthalle des Reismann-Gymnasiums meine Übungen, mein Training absolvieren durfte während der Schulzeit. Das war natürlich alles abgesprochen mit den Lehrern. Und ja, da wurde mir schon vieles möglich gemacht. Dann war es auch noch in der Q2 so, dass ich immer mehr ins Profitraining eingegliedert wurde. Und auch da muss ich sagen, wurde mir sehr geholfen von allen in der Schule. Es wurden mir immer wieder Materialien gegeben, damit ich die nacharbeiten kann, damit ich mein Abitur auch neben dem Fußball perfekt abschließen kann.
Ja, liebe Schüler, was ich euch unbedingt noch mitgeben möchte, ist, gebt immer Gas in der Schule wie auch im Sport und bei allem, was ihr macht, habt Spaß.